So, und damit willkommen zurück zu Elex. Wir sind in Ignadon. Ich war Munition einkaufen und hab nochmal geguckt, was wir so machen können. Und wir hatten von dem Händler hier noch eine Quest, wo wir seine Waren zurückholen sollen. Können wir jetzt erstmal machen. Ja, machte schon fast Schaden. Komm, Axe, zeig, was du kannst. Oh. Das reicht nicht. Echt jetzt? Komm schon. Nein. Gut, der erste hat uns schon mal fast zerlegt. Läuft super. Perfekter Beginn. Wir wollten ein Brot kaufen. Das habe ich vergessen. Naja, können wir immer noch machen. Unsere Waffe macht immer noch keinen Schaden. Alles gut. Aber wir hatten ja noch Granaten. Die haben wir ja auch gekauft. Das war noch zusammen. Oh. Wo sind Granaten? Sieben bitte, danke. Oh Gott. Was? Au. Die spucken? Oh Gott. Nein, 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 nein. Trink was, trink was, trink was. Waffe ziehen, Waffe ziehen! Oh. Kämpfe sind teilweise echt ein Krampf. Richtig schrecklich, aber was soll's. So ist der letzte schon vorher umgefallen, oder was? Ach ne, steht einfach noch da. Nö. Au. Oh Gott. Schaden ist teilweise so abartig. Ach, total die einfache Mission. Kein Problem. Nur fast das Leben gekostet, mehrmals. Auf zurück zu dem Händler. Dann könnten wir, glaube ich, noch irgendwas machen. Wenn erstmal einen Burger essen. Speichern, dann können wir noch den Skeks mitnehmen. Eine Erfahrung ist ja nicht verkehrt. Ja, dann mach mal. Stell dich genau in den Weg. So machst du es richtig. Oh, ist klar. Der große
böse Skex geht natürlich schneller weg als die kleinen Viecher. Hier noch irgendwas Besonderes? Wenn wir schon mal hier rumlaufen. Geräusch, ne? Was das Elex macht. Warte mal, da haben wir doch was. Ja. Willst du nicht rauskommen? Wir speichern vorher. Pestratte? Da kommt jetzt wieder sonst was raus. Dann noch so ein. Ich greife an. Au. Oh. Konnte ich wieder nicht zielen, wunderbar. Alter. Ist gut, er ist tot. Wir werden unseren letzten Burger jetzt aber nicht essen. Noch mal kurz hier runter. Aber alles. Gehen wir jetzt erstmal zu Martha. Für die können wir, glaube ich, auch noch diese Nahrungsquest machen. Das ist der Grund, warum ich keine wirklichen Horrorspiele mehr spiele. Es gibt einfach keine guten Horrorspiele mehr. Layers of Fear war noch gut. Aber so an sich, die ganzen Horrorspiele sind mittlerweile wie die Horrorfilme. Es ist eigentlich nur noch Splatter-Scheiße. Hauptsache viel Blut und alles sieht total gruselig aus, aber es macht dich, soll ich sagen, psychisch nicht mehr kaputt. Es greift dich nicht an. Sag mal, hab ich dir eigentlich gratuliert? Wozu? Dass du deine Krallen ausgestreckt hast. Du verstehst. Sag bloß, du gehörst auch zu. Ruhe. Alles, was du wissen musst, weißt du jetzt. Gut. Ja, wie gesagt, es gibt halt nichts Geiles mehr. Beziehungsweise alle, was weiß ich, 5 Jahre mal eine Sache. Zeig mir deine Ware. Natürlich. Ich brauch Brot. Brot kostet 17. 10? Das ist ganz schön viel. Na komm, was soll's. Ihr habt nicht zufällig ein Feuer hier. Dein Ernst? Ja. Ich bin arm. Ich habe gerade für 170 Elixid Brot gekauft. Oh. Eisenerz. Braucht man hier noch irgendwas? Eigentlich nicht. Könnten wir uns jetzt nach vorne porten? Da ist, glaube ich, auch ein Feuer bei dem Händler. Dem müssen wir eh noch Bescheid sagen, dass wir sein Zeug haben. Gut, hier ist kein Feuer. Aber vielleicht da hinten. Ich denke, ich habe deine Waren gefunden. Wirklich? Ja. Hier, sind sie das? Ja. Das sind sie. Vielen Dank dafür. Wenn du möchtest, kann ich dir jetzt auch etwas verkaufen. Und wie versprochen, deine Belohnung.
Was möchtest du haben? Mit Elixit kannst du nichts verkehrt machen. Universell einsetzbar. Also. Ja, bringt uns mehr als die Waren. Ich möchte einfach bezahlt werden. Wie du möchtest. Mehr kann ich dir leider nicht geben. Den Rest brauche ich als Wechselmaterial, wenn ich etwas verkaufe. Ich werde jetzt in den Hort gehen. Wenn du etwas kaufen willst, findest du mich dort. Ja, schönen Tag noch. Tschüss. Wofür das denn eine Feuerstelle hatte? Weil wir brauchen neue Burger jetzt, wo wir Brot haben. Nö, aber ich glaube, da liegt noch Zigaretten. Ja. Da hinten eine Feuerstelle. Nirgends eine Feuerstelle? Hallo. Ihr habt wahrscheinlich auch keine Feuerstelle gesehen. Au. Ob der Bekehrer besser ist? Ich glaub's nicht, aber wir können ja mal gucken. Er hat... 40 Schaden, ja gut, aber dafür brauchen wir halt auch 48 Stärke und die haben wir nicht. Trinken wir halt einen Heiltrank. Müssen die jetzt hier lang rennen? Oh, die kommen nicht hier lang, sehr gut. Ich weiß nicht, ob wir den so schaffen. Oh, ja. Gut. Mir den irgendwie schwerer vorgestellt. Sind wir hier eigentlich? Müssen? Dahin, glaube ich, war das. Ja, laufen wir erstmal ein bisschen in der Gegend rum. Vielleicht finden wir noch irgendeine praktische Quest so am Wegesrand oder so. Das wäre cool. Ihr nicht. Hühnchen? Drei Hühnchen. Oh nein. Oh. Oh Gott. Ach, töte es. Nein. Puh.
Feuer haben wir immer noch nicht gefunden. Obwohl hier überall Feuer ist. Oh Moment, wir haben den da unten nicht gelootet. Loot, loot. Ich liebe übrigens Loot-Spiele. Ja, geil. Kisten. Oh, Klopapier. Geld. Bisschen Stuff. Finden wir eigentlich? Wenn wir schon mal hier rumstehen, schlafen. Brauchen wir uns nicht heilen. Bugs. Wo gehen wir hin? Hier irgendwie nach da runter. Wir müssten den Weg zurück und uns links halten. Okay. Ich bin gerade durch das Dach gesprungen. Wir tun einfach mal so, als hätten wir das nicht gesehen. Hm? Achso, weiter unten links halten. Na gut. Hier wahrscheinlich. Also nicht hier, sondern da. Das. Hm, kann man nichts mitmachen. Okay. Wieso ist die tot? So, es werden die Händler gewesen sein wahrscheinlich, hm? Oh, haben wir ja noch richtig viel Schuss. Ein bisschen schade, dass man... Nein. So viel braucht. Alter, Arx, nein. Ich möchte nicht mit dir kuscheln. Wir könnten uns deine Quest mal angucken. Das Problem ist halt, wenn du so zum Beispiel so eine Quest wie Nesty hast, sind wir voll am Arsch. Au, au. Wenn da so eine... Wie hießen die denn? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Diese komischen verstrahlten Viecher. Weil die nämlich für dich töten müssen, können wir nicht viel machen. Müssen wir hier überhaupt lang? Ja, und vorne nach links. Ob wir den Großen mit unseren Granaten schaffen?
Eigentlich möchte ich das schon mal testen. Scheißegal, ob wir sterben. Ganz schön heiß bei dir. Ey! Ich komme! Ey, warte mal! Den machen wir platt! Ich glaube, da reichen unsere paar Granaten nicht. Hallo, Granate im Gesicht, das sollte doch wohl reichen. Hau mal alles raus hier. Vier Granaten. Hallo. Okay, wir haben keine Granaten mehr. Jo. Was? Können ja mal. Au. Ich sehe nichts. Ich habe die Vermutung, dass wir da keinen Schaden machen mit diesem Geschütz. Ax, könntest du auch? Jetzt nur so eine Vermutung und ich weiß nicht, warum die kommt, aber. Pass auf. Ach, steh wieder auf. Klar. Wenn er trifft, dann richtig, hm? Oh. Hengst. Oh, scheint dich nicht zu stören. Genauso wie das hier. Was? Ja. Da. War eigentlich nur eine Frage der Zeit. Aber trotzdem war es cool. Man muss halt nicht immer nur rumlaufen und kleinen Vieh metzeln. Das ist irgendwie, auf Dauer ist das langweilig. Man braucht da auch Herausforderungen. Die Herausforderung ist halt noch zu groß.
endlich bereit. Ich bin bereit. Was? Au! Gott, ich dachte, er schlägt vorher nochmal zu. Der wäre mal tot gewesen. Oh. Noch eine Steinklaue. Und was ist das daneben? Ripper? Aha. Ey, die war nicht gut geworfen. Wie kommt der Ripper mit? Ist kein Ripper. Axt, ich weiß noch nicht, ob wir den schaffen. Kann ich. Der sieht nicht gut aus. Au. Beim Sturz ist sie nicht, wenn wir ausweichen. Au. Spring, spring. Boah. Oh, Axt, du hast mal wieder zugehauen. Wie zuvorkommen von dir. Alter Vater. Irgendwann bringe ich dich um. Mehrfach. Den mach ich platt. Das soll es aber für heute gewesen sein. Wir speichern hier mitten im Nichts. Und wir können vorher nochmal gucken. Ja, sieht immer noch scheiße aus mit dem Level. Aber mal sehen. Vielleicht finden wir noch ein paar Quests. Wir machen ja die Versorgungsquest noch. Vielleicht gibt die noch ein bisschen was. Also ich muss sagen, Outlaw ist richtig... Hui. Aber wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank fürs Bewerten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.